So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia. Mittlerweile der 13. Part, ne? Genau. Letztes Mal haben wir uns ja schön durch den Tempel hier durchgecheatet. Und jetzt kommt gleich der Bosskampf. Genau. Ah, da geht's schon los. Sehr schön. Ein blaues Etwas und ein rotes Etwas. Coole Story. Du wirst an mir nicht vorbeikommen. Ich frage wirklich, ob du wirklich in der Lage bist, mich zu besiegen. Keine Ahnung, sag nicht mehr. Mal drauf da. Warte da. Cool. Okay, also Maxim macht mit dem Fernschwert gut Schaden. Der Brodo hat auch gut aus. Das ist nice. Na eben, ne? Der Rote war gegen Feuer anfällig. Da wär's doch viel gut, den Lämmchen finden zu können. Genau. What the fuck? Der würde jetzt hier one-shotten. Nicht gut. Aber gut, du würdest sowieso lange überleben, denke ich. Was? Schön, was? Was willst du? So, wo ist er jetzt weg? Nein, nicht. Nein. Hey. Komm schon. Ich denke jetzt auf die Fähigkeit. Ja, ich hab mich. Als ob Selan mehr Death hätte als Maxim. Als ob. Das will ich jetzt mal nicht glauben. Stimmt doch endlich. So viel Damage. Jetzt. Tripp hier. Jetzt. Tu es. Das war. Kann ja wohl sein, ja. August kommt mir schon mit dem Bärenzauber wieder. Na, das ist jetzt mal. Da komm ich mal nicht drum rum. Endlich. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich habe dich doch besiegt. Hahaha. Du wirst nicht stark genug, um mich zu besiegen. Verschwinde. So, und damit endet unser Let's Play wohl auch, weil wir nicht stark genug sind, den zu besiegen. Als nächstes werde ich dann The Secret of Evermore to Run mal spielen. Mal gucken. Nein. Ja, freue mich auch. So, wie du auch schon getroffen hast. Muss ich eigentlich ein Apple-Patcher? Ich weiß gar nicht, wie sie da sind. Sie sind drauf, da drauf. Er fängt natürlich direkt bei den Panzer an. Naja, gut, gut. Ja, okay, Tier ist auf jeden Fall hier ganz gut dabei. Besser als nichts. Auch nur durchschnittlicher Schaden. Das ist gut. Das ist gut für die Lage. Ja, ist gut. Wir sind einfach mit allen draufhauen. Das ist richtig Spellmaß. Es sollte auf jeden Fall nicht so hart werden, glaube ich. Gibt es was? Könnte mehr sein. Aber auf jeden Fall Selan. Ich frage mich vorhin, das klingt, dass nur 50% der Dinger dann da schaden. Ja, Feuerwehr kann ich mir später sparen. Wir machen mal jeden ein bisschen heilen. Das soll eigentlich reichen. Ich will mich jetzt noch nicht ewig mit dem Kampf aufhalten. Mal gucken, wie viel Heilung das gibt. Ja, reicht auf jeden Fall. Dann wird jetzt auch nicht ewig leben. Ich muss merken, dass der schneller ist als ich, dass ich mich da immer gleich von vorne rein schon heile. Ja, was willst du? Immer Schaden. Ja, los, drücken wir noch ganz hart. Oh,
dass du meine Feuerung nicht feiern sollst. Bin ich direkt von dir. Danke doch. Und keine Erfahrung für den Kampf. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich hab dich doch besiegt. Aha, du bist nicht stark genug, um dich zu besiegen. Verschwinde. Gut. Geh ich okay. Sehr schön gemacht. So. Okay, jetzt mal wieder. Jetzt hier Taktikgespräch. Maxi, warte mal kurz. Mit diesem Monster stimmt etwas nicht. Ist dir irgendwas aufgefallen? Es ist doch seltsam, dass die beiden Zwillinge aussehen und immer das gleiche sagen. Es könnte sein, das könnte sein. Es könnte sein, dass es nur ein Monster ist, das sich teilt. Wenn das so ist, dann ist es sinnlos, immer nur eines zu bekämpfen. Du meinst, wir müssen beide auf einmal angreifen? Ja. Dann müssen wir uns in zwei Gruppen aufteilen. Ich schaffe das auch alleine. Das glaube ich nicht. Eigentlich sollte man diese Daten in die Sache bringen. Es ist mir fast peinlich, euch Hilfe zu bitten. Sie laden der Arbeit noch zusammen. Betrachtet man das dann? Naja. Ich gebe zu, du bist stark, aber ich kann nicht zulassen, dass du alleine gegen das Monster kämpfst. Gut, jawohl, ich kämpfe wieder weiter. Ist es in Ordnung, Silan? Gut, du hast gewonnen. Let's go. Also gut, bis später dann, Jungs. Boys. Du gibst mir niemals auf, oder? Das habe ich nicht gemacht. So, mal gucken, wie ich den jetzt schaffe. Nur so für zwei jetzt. Das wäre, glaube ich, jetzt gar nicht mal so dumm, erstmal hier, weil ich dann klein bekomme, dass die doch relativ schnell wird. Und selber erstmal zu viel zu drücken. Und hier denken wir halt an die ganze Zeit. Ja, damit ist da. Und hier ist doch mal ein Feld, den ich hier direkt gerne mache. Weil ich schnell genug bin. Nein! Ich bin schnell genug. Na, du hast nur Bombe getroffen, aber trotzdem. Nicht, sondern optimal. Oder bist du voll in keinem Weg? So. Na eben, ne? Wir haben jetzt eine Eisbombe. Der Maxim besiegt das Tier überhaupt nicht. Das ist der erste Kampf, in dem Tier mal nicht komplett nicht groß dasteht. Perfekt. Die Runde können wir also schon mal effektiv für Schaden nutzen. Wie dem auch sei, komm jetzt. Mach los jetzt. Ich will noch fertig machen. Okay, perfekt. Also, der Kampf dürfte sein, bisschen leichter machen. Perfekt. Jetzt sind wir hier. Und jetzt der zweite Kampf. Das Spiel abschmiert aus irgendeinem Grund. Das Buch und ja, der Frost gegen. Na gut, haben wir gefunden. Schaden nehmen sollten wir auch nicht so viel. Das ist alles. Alles noch sehr gut.
Schlagstandard 200. Also, da kann ich mich nicht beschweren. Na. Oh, okay. Hoffentlich haben wir mehr als 50. 50, okay. Ja, aber Grill dürfte ich auf jeden Fall ziemlich gut durchgehen. Zählern muss ich die helleren machen, weil er. Naja. Grill hat ja jetzt keine MP, mit dem er irgendwas machen kann. Aber wir sind ja schon wieder voll. Die nächste Runde kann ich, glaube ich, zum Feuerball drücken. Nee. So, mal gucken, ob das besser ist. Nein. Das war lächerlich. Aber so viel Schaden wie Brüder ist jetzt echt egal. Tornado. Eigentlich dürfte die Runde schon zu Ende sein. Ja. Kein Level. Das kann nicht wahr sein. Das kann es. Tschüss. Ihr Lappens. Selan, du hattest recht, aber wie konntest du das wissen? Ich hörte eine Sage über ein Monster, das ich teilen kann. Dieses Monster kann es immer wieder regenerieren, solange die andere Hälfte lebt. Man sagt, der einzige Weg, das Monster zu besiegen, ist, beide Hälfte auf einmal zu schlagen. Tatsächlich, ich habe sowas noch nie zuvor gehört. Ich kenne mich, solange ich mich erinnern kann. Ich kenne viele solche Sagen. Gut, auf geht's. Das Deko-Schwert müsste hinter dieser Tür sein. Tja, mir geht's gut. Ich denke nicht daran aufzugeben. Gehen wir. Deko-Schwert gefunden. Nice. Ja, eigentlich ist das doch jetzt ein guter Punkt, um aufzuhören, ja. Oder? Tue ich mir das Schloss noch schnell hin? Weiß ich gar nicht. Lass es einfach noch kurz durchziehen, oder? Zumindest rausmachen kann ich nicht. Muss ich wieder nach Hause kommen. Ja, komm, bis zum Schloss kommen wir schon noch. Sobald ich dann kurz und grün nicht bin, will man echt voll gewinnen. Noch kurz ein Grindchen mitnehmen. Aha, gut, ist einfach gut für euch. So. Dann sehen wir uns im 14. Part wieder. Wir werden das Deko-Schwert abliefern. Ich hoffe, wir bekommen noch was Gutes für. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin.